Das kommt immer wieder vor. Jedes Jahr werden dann Küken oder Eier dann, gehen dann eben verloren durch Land unter. Und einige haben wir da zum Beispiel diesen Austernfischer gerettet. Das heißt, wir haben am Deich gewartet und dann die Küken, die angeschwommen kamen, die können nämlich die ersten, wenn sie also so jung sind, ein paar Tage alt sind, können sie schwimmen einige Zeit. Und die kamen also da an am Deich und dann haben wir die eingesammelt. Größere haben wir dann gleich wieder ausgesetzt. Und naja, vielleicht sind sie angenommen worden im Endeffekt. Ich weiß das nicht ganz genau, aber ich habe die Hoffnung. Und ihn, den habe ich behalten, der war zu klein. Und ja, ich versuche ihn jetzt an die Landschaft, an die Umgebung, an das Watt zu gewöhnen und versuche ihm auch ein bisschen beizubringen, wie er seine Nahrung bekommt. Also, dass er nach Würmern stochern kann. Und deshalb sitzt er jetzt da und sucht da in dem umgegrabenen Feld.